Guten Morgen, herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Heute gibt es mal eine Ausnahme, also kein Busvideo und kein, weiß ich nicht, kein Zwischenstand vom Bus, obwohl wir gerade mitten im Ausbau sind. Und ja, ich dachte mal, ich versuche mal wieder einen Mehrtagesvlog noch zu starten. Ich werde zwar morgen auch was am Bus machen, aber ich werde eben morgen auch Weihnachtsgeschenke kaufen, nachher auch schon, aber vor allem morgen. Und da dachte ich, nehme ich euch einfach mal mit, wenn ich dran denke. Und deswegen dachte ich, können wir das Video auch ein bisschen wieder zwischenschieben, weil es halt zeitlich natürlich auch dazwischen produziert wird und damit nicht nur Busvideos kommen. Und dann fahren wir ja auch weg bald und wollten vielleicht noch ein bisschen was vorproduzieren, mal gucken. Auf jeden Fall wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Lasst euch inspirieren bezüglich Weihnachtsgeschenke. Also es geht vor allem morgen um die Weihnachtsgeschenke für Karl, also was wir ihm kaufen. Er ist jetzt noch nicht anderthalb Jahre, aber ein und ein Vierteljahr auf jeden Fall. Und nur so zur Info, na, falls ihr selbst ein Kind in dem Alter habt oder was auch immer, na, also seid gespannt. Und also ich werde jetzt erstmal nach Münster fahren und vielleicht schon was kaufen für meine Schwester und so. Okay, muss ich überlegen, dass sie das nicht vor Weihnachten sehen. Wenn, zeige ich euch das heute Nachmittag, wenn ich wiederkomme. Und dann werde ich aber morgen auf jeden Fall dann zum Einkaufen die Kamera mitnehmen. Heute bloß nicht, weil ich dann noch zur Uni muss und jetzt nicht so viel Platz in der Tasche habe für Kamera und alles. Heute bloß schon mal das Video einleiten, damit ich auch dran denke. Und dann platziere ich die Kamera mitten in der Küche, sodass ich nachher, wenn ich wiederkomme, die Sachen zeigen kann, die ich gekauft habe. Und wo wir euch heute auch mitnehmen können, das ist zwar was für einen Bus, aber es hat wenig mit Ausbau zu tun. Und zwar wollen wir heute eventuell ein Jetpack kaufen, also gebraucht bei jemandem. Da fahren wir heute Nachmittag hin, schauen uns das an und wenn es uns gefällt, nehmen wir es mit. Vom Maßen her dürfte es drauf passen. Es dürfte auch auf unsere Thule Dachträger passen. Von daher, ja, seid gespannt. Und ich denke mal, dass ja, das muss nicht in so einem Busvideo, weil im Bus ist, also in den Busvideos ist das eher so Ausbau und so, und das ist jetzt nur wirklich ein Teil, was wir dafür kaufen. Also wenn wir, keine Ahnung, ich habe ja zum Beispiel auch die Lichterkette für, das habt ihr noch gar nicht gesehen, doch habt ihr. Ich komme voll durcheinander, was ich schon gezeigt habe, weil wir sind halt weiter als das, was wir gezeigt haben, aber ich habe zum Beispiel neulich eine Lichterkette gekauft und das hätte ich auch so in einem Vlog wahrscheinlich mitgenommen, wo ich halt einfach mal so zu Ikea fahre und so weiter. Obwohl es was für den Bus ist. Lange Rede, kurzer Sinn. Viel Spaß mit dem Video. Das ist nicht so schlau von mir, das gerade zu machen, während mein Teewasser da aus der Kaffeemaschine kommt. Aber ich wollte euch zum Thema Geschenkinspiration noch was zeigen. Und zwar für Nikolaus haben wir für den Karl. Auch wenn er das schon viel früher vom Alter her hätte kriegen können. Also ist ab 10 Monaten, finde ich auch in dem Alter schon super. Haben wir hier so einen Schlüsselbund bestellt, gibt es in rosa und gibt es noch in generell von einer anderen Firma in einer anderen Ausführung, aber ich fand den so süß. Und so Mangofruchtchips. Und auf jeden Fall wollte ich sagen, ich habe so einen anderen Schlüsselbund von einer anderen Firma mal wo gesehen gehabt und habe da schon immer gedacht, oh wie süß und so weiter. Und seit kurzem fährt der Karl total auf unsere Schlüssel ab. Also Wohnungsschlüssel, Autoschlüssel, alles. Könntest du ihm echt eine Freude machen oder machst du ihm eine Freude, wenn du ihm es in die Hand drückst. Wohnungsschlüssel kriegt er ab und zu mal, Autoschlüssel eher weniger, wegen halt Knöpfe drücken und Auto aufsperren. Aber auf jeden Fall dachten wir uns so, na dann kriegt er jetzt... Okay. Dann kriegt er jetzt seinen eigenen Schlüsselbund und den haben wir bei Amazon bestellt. Ich glaube, der hat 9 Euro oder so gekostet und dann nach Versandkosten. Man findet den auch bei anderen Online-Shops für vielleicht 1 Euro weniger, weil Versandkosten weniger sind oder was auch immer. Aber auf jeden Fall haben wir halt den bei Amazon bestellt. Ich bin wieder zurück. Ich war heute in Münster ein bisschen einkaufen und ja, ich hätte auch in Osnabrück einkaufen gehen können, aber ich musste so oder so nach Münster. Ich hoffe, die Kameraperspektive stimmt jetzt. Und ich wollte zu Primark, weil ich für meine Schwester, sie hat sich eine Hose gewünscht, eine lilane Hose. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob Jeans, aber ich habe bis jetzt immer nach Jeans geguckt und dann wollte ich halt bei Primark danach gucken.
so, großes Problem, finde mal eine lilane Jeans oder generell eine lilane Hose in der 140. Jetzt sofort. Ich habe im Internet eine gefunden, ich glaube bei About You. Das ist eine Jeans tatsächlich. Das ist aber auch die einzige, die ich im Internet so richtig gefunden habe. Also die einzige Jeans, die ich im Internet gefunden habe. Und dann hatte ich bei Zara noch eine Hose gesehen, was aber keine Jeans ist. Und ich war heute auch bei Zara. Ich weiß nicht, ob ihr den fetten Beutel hier schon seht. Aber auf jeden Fall habe ich mir die dann nochmal in echt angeguckt. Ich finde die tatsächlich schöner als die von About You. Ich habe das, hab beides abfotografiert und mal meinen Eltern geschickt, weil die haben mir den Wunsch sozusagen weitergegeben und die wissen wahrscheinlich noch eher, was sich meine Schwester da vorstellt. Und dann sollen die mir sagen, also ich bestelle dann sonst beides online, weil ich komme jetzt so schnell nicht nochmal zu Zara in den Laden, wenn sie die von Zara, also wenn das eher was für sie ist. Und ja, ich war, wie gesagt, bei Primark, bei Zara und bei DM. Ich glaube, das war's. Und ich wollte euch jetzt mal zeigen, was ich gekauft habe. Sind nicht nur Geschenke, sondern... Okay, das hier ist ein Geschenk. Ach so, falls jetzt meine kleinen Schwestern das Video schauen, sollten sie jetzt aufhören, das Video zu schauen. Ich war für die größere von meinen kleinen Schwestern, habe ich hier noch so Klebenägel, die... Ich weiß nicht, wie nah ich die ranhalten kann und dass ihr es gut seht. Auf jeden Fall haben die so Glitzersteine. Finde ich echt süß. Und ich habe auch für ihren Geburtstag welche gekauft. Das ist bloß die Frage. Achso, die sind, glaube ich, im Schlafzimmer. Nein, für Weihnachten habe ich welche gekauft. Und für ihren Geburtstag habe ich jetzt noch die. Genau, weil bei Primark gibt es ab und zu echt süße Designs. Ich habe früher auch solche Klebenägel gehabt, als ich halt noch nicht 18 war und noch nicht das Geld und auch nicht die Einverständniserklärung meiner Eltern fürs Nagelstudio hatte. Genau. Und dann habe ich für Karl einfach so noch zwei Paar Kuschelsocken gekauft bei Primark. Und zwar aus dem Grund, wir haben dieselben schon in schwarz-grau beim letzten Mal gekauft. Und dann dachte ich mir so, wieso warst du denn so blöd und hast nur zwei Paar Kuschelsocken gekauft? Zum einen ist das noch ein bisschen groß, weil das ist die kleinste Größe, die es überhaupt von Kuschelsocken gibt, für 2- bis 3-Jährige. Also das heißt, die werden noch lange passen. Und zum anderen sind die gerade jetzt für in Gummistiefel und so super. Also habe ich dann noch ein paar mitgenommen. Genauso, ich habe eine Packung Langarmbodies noch gekauft in der 80, also eine aktuelle Größe. Und zwar einfach aus dem Grund, dass ich gemerkt habe, dass jetzt schon ab und zu, wenn ich halt nicht jeden zweiten Tag wasche, sondern vielleicht erst jeden dritten oder so, dass dann schon teilweise nur noch 2 Bodies oder so im Schrank sind. Und wir haben schon so einen Pack in der Menge oder sogar noch mit einem mehr bei Zara gekauft gehabt. Dann haben wir noch viele einzelne Bodies gehabt und so. Aber trotzdem, gerade jetzt für den Winter, der sich irgendwie gefühlt schon seit 5 Monaten zieht und noch ewig gehen wird, ich weiß ja nicht, ab wann ich ihm wieder kurzärmliche Sachen anziehe, das dauert ja noch ein ganzes Stück, da ist es schon gut, mal noch Bodies zu haben und ich finde die echt süß mit den Tieren hier. So, dann für mich allerdings reduziert ein T-Shirt, das dürfte wahrscheinlich ein bisschen bauchfrei sein. Ebenfalls reduziert auch noch ein T-Shirt. Gab es leider nicht kleiner, aber dann ist das eher so ein bisschen oversized, was auch immer. Dann habe ich noch eine Seife gekauft. Achso, und dann habe ich noch für zum Beispiel bei meiner Oma ins Geschenk, falls du jetzt das Video zuschaust, Oma jetzt weggucken. Die legen wir eben mit rein. Sie bekommt einen selbstgebastelten Fotokalender von uns. Und da kommt dann hier so was Süßes noch mit rein. Dann für meine Großeltern. Die bekommen auch einen selbstgebastelten Fotokalender. Sehr kreativ. Aber ich weiß, dass sie sich auf jeden Fall jedes Jahr drüber freuen. Auch noch was Süßes. Dann für Philipps Mama. Wahrscheinlich. Sie bekommt einen Gutschein für ein Möbelhaus, was allerdings auch einen Online-Versand hat. Also es ist jetzt nicht so ein 0815 Ikea oder was auch immer, ne? Sondern was es jetzt in Deutschland vielleicht 5-mal oder so gibt.
Das heißt, Zurbrücken, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wahrscheinlich ist das hier in der Gegend voll bekannt, aber wir kannten es halt bisher nicht. In Bielefeld gibt es das, da haben wir unsere Garderobenmöbel her und da gibt es so schöne Sachen. Da gibt es halt nicht nur Möbel, sondern auch Deko und Küchenzeug, zum Beispiel ganz viel KitchenAid-Sachen und sowas. Und du kannst dir da alles halt schön angucken. Aber wie gesagt, die haben auch einen Online-Shop, da kriegt sie einen Gutschein und eine Tüte gebrannte Mandeln, muss ich aber noch fragen, ob sie das mag. Und ansonsten habe ich hier auch noch eine Schokolade mit gebrannten Mandeln. Genauso, oder die war jetzt eigentlich gedacht für Philipps Bruder und seine Frau. Falls ihr das schaut, jetzt wisst ihr, was ihr kriegt. Genau, dann für meine eine kleine Schwester habe ich noch hier sowas Süßes. Dann habe ich für Karl zum Nikolaus noch, ich habe euch ja heute früh schon gezeigt, was er kriegt. Und dann habe ich hier noch solche Babyfrüchte-Riegel. Damit ist sein Nikolausgeschenk jetzt auch vollständig. Genau, und dann habe ich für mich noch einen Eyeliner gekauft. Ich verwende ungefähr schon immer den billigsten Eyeliner überhaupt. Bin damit aber auch wirklich zufrieden, muss ich sagen. So, ich packe das alles wieder ein. So, und jetzt von Zara. Da habe ich für Karl einen Schal gekauft. Ich finde den so schön. Der ist halt grau und ja, halt relativ kurz. Also ich denke mal, wenn er den so einmal ummacht, naja, vielleicht so. Das ist doch super, oder? Das ist halt extra Kinder, Baby, was auch immer Abteilung gewesen. Der hat 8,95 € gekostet und ich finde den unglaublich schön. Es hätte auch noch eine Mütze gegeben, allerdings war das so eine zum Zubinden. Und die hatte da an der Seite noch sowas, wo dann diese Schnüre dran waren. Und klar ist das für Babys eigentlich ganz praktisch, aber der Karl ist so gut erzogen, dass er seine Mütze fast nicht abnimmt, außer manchmal im Auto, und das ist nicht schlimm, weil da ist es ja dann warm und da stört es ihn einfach teilweise so beim zur Seite gucken, weil er kann sich ja wenn er angeschnallt ist, eh nicht so sehr bewegen und dann nimmt er manchmal die Mütze ab, aber ansonsten nimmt er die nicht ab. Das heißt, wir brauchen nichts zum Zubinden und das ist, finde ich, immer so, ja, zu viel babyhaft, wenn er es eigentlich nicht bräuchte. Dann habe ich für mich eine Hose gekauft, die war reduziert. Das ist so vom Material, tja, ich kenne mich halt ungefähr gar nicht aus. Auf jeden Fall ist das nicht so eine typische Sporthose, auch wenn die so ein bisschen so geschnitten ist. Aber ich glaube, die kann man auch einfach zu schicken Anlässen anziehen. Ich finde die super, super schön. Wie gesagt, die war reduziert. Und die finde ich noch schöner. Das ist so eine Stoffhose. Die hat hier unten so ein Gummi. Und die war auch reduziert. Genau. Ich finde die so schön. Die Farbe, das Material, die ist jetzt auch. Das knistert hier voll wegen diesem Schild. Mal sehen, ob ich das noch rausmache. Auf jeden Fall ist die jetzt auch nicht so dick oder so. Also schön luftig und ich finde die super. Aber mein absolutes Highlight und weshalb dieser Scheißbeutel so verdammt schwer war, ist meine neue Jacke. Und zwar hatte ich eine grüne Bomberjacke, heißen die noch, oder? Und die hatte ich schon ziemlich lange, also wirklich lange. Auf jeden Fall hat die diesen Winter, beziehungsweise eigentlich auch schon im Sommer, ich hatte die mit dem Urlaub, zum Beispiel auf diesen Passhöhen war das ganz praktisch, wenn es kalt war, hat die aufgegeben mit ihrem Reißverschluss. Der ist immer wieder so aufgegangen oder gar nicht richtig zu oder was weiß ich. Und das war in der letzten Zeit einfach nur noch nervig. Und deswegen habe ich mich dann heute mal nach einer neuen Jacke umgesehen. Erst bei Primark, da habe ich nicht so intensiv gesucht, aber da waren auch, ja, da war eine okay dabei, aber halt auch nicht so eine wunderschöne. Und dann habe ich diese Jacke hier gesehen, im Zara, in der Größe L. Habe gefragt, ob sie noch in anderen Größen gibt. Die hing da einzeln und ich dachte so, hier gehört der bestimmt nicht hin. Die hat da jemand hingehängt vielleicht, aber die gehörte dahin. Alle anderen waren bloß schon weg. Und dann ist die ins Lager, die Verkäuferin, und hat mir eine S und eine XS mitgebracht. Und ich habe jetzt hier die XS. Hätte ich auch nicht damit gerechnet, dass ich eine XS brauche. Ich kaufe bei vielen Sachen eine XS oder bei Primark ist ja nochmal irgendwie anders mit Größen, habe ich auch oft 2 XS und sowas, aber die Jacke ist doch eher so ein bisschen wie Oversized, was auch immer, aber
Die ist halt so geschnitten, dass die auch in der XS noch so wirkt. Richtig schön. Und das ist eine Wendejacke. So. Ich ziehe die jetzt trotzdem mal an. Ich lasse das Schild dran, ich ziehe die an. Und zwar von der Seite, wo die halt so Bomberjacke ist. Die ist echt schwer. So, ich kann euch auch Bilder aus der Umkleide einblenden. Ja. Also so sieht die jetzt aus. Die hat dann hier so eine Kapuze, die jetzt auch noch verkehrt rum ist, weil als letztes hatte ich sie nämlich in andersrum an. Kann man zumachen und Bilder seht ihr. Und ich finde die einfach so schön und ich glaube, die wärmt auch wie Sau. So, und jetzt drehe ich die nochmal um. Die war nicht reduziert, weil es ist ja jetzt gerade Saison, dass man sich Winterjacken kauft, dann wäre das ja irgendwie ein bisschen krass, wenn die jetzt reduzieren würden. Die hat 60 Euro gekostet, finde ich aber voll okay. Boah, ist die schwer, vor allem im Sitzen. Da hängt die hier so vom Sofa. So, und hier anders herum, jetzt muss ich meine Kapuze wieder drehen, ist sie so. Und ich finde das so schön, weil das hier ist so voll schick, edel, was auch immer. So, was du halt auch mal abends in der Oper, ich gehe nicht in die Oper, aber ne, so anziehen könntest. Und andersrum ist das so voll die Alltagsjacke, mit der ich auch ganz definitiv in den Bus gehen würde und da irgendwas schrauben würde, wenn es halt schweinekalt ist. Und ich habe halt 2 in 1. Ich finde das so schön. Ich war immer auf der Suche nach der perfekten Winterjacke. Ich habe mir eine Skijacke gekauft. Also so eine zum über den Kopf ziehen, was ich auch schon immer haben wollte. Habe ich mir letztes Jahr, glaube ich, gekauft oder vorletztes Jahr. Ja, 2017. Der bin ich super zufrieden. Aber die wirkt halt nicht so feminin und schick. Philipp hat dieselbe, weil ich glaube, die ist auch für geschlechtsneutral oder für Männer. Aber auf jeden Fall ja, wirkt die jetzt nicht so feminin oder sowas. Ich finde die aber trotzdem richtig schön. Das ist so schön kuschelig. Und es ist natürlich kein Echtpelz, ne? So, ich habe euch versprochen, einen kleinen Haul zu drehen. Wir ignorieren jetzt mal bitte meine Frisur und den Staubsauger, der genau jetzt, genau hier langfahren muss, wo ich gerade hier was filmen möchte. Und zwar, nicht erschrecken, unser, wie heißt das? Schlafzimmer ist aktuell, ja, ein bisschen unsere Werkstatt vom Busausbau und von der Küche. Ihr habt jetzt aber auch gerade hier schon gesehen, habe ich die Weihnachtsgeschenke auch schon hin. Also, ich habe die IKEA-Küche gekauft für Kinder. Da blende ich euch jetzt ein Bild von ein, weil zum einen ist der Karton noch im Auto, der ist nämlich scheiße schwer. Und zum anderen ist es ja auch nur der Karton. Und ich glaube, der Staubsauger möchte hierher. Ja, was wollte ich noch sagen? Dann habe ich noch ein bisschen Küchenzubehör von IKEA gekauft, wo ich dazu sagen muss, ein bisschen was haben wir auch schon. Zum Beispiel dieses Stoff Obst und Gemüse. Und jetzt zeige ich euch den Küchenzubehör, was ich halt hier habe. Also von IKEA ist jetzt hier das Besteckset, also Kochbesteck. Ich suche mal die Preise raus. Das hat 4,99 € gekostet und ist fünfteilig. So, dann habe ich hier ein Zimtschneckenset und zwar aus Stoff. Das hat 7,99 € gekostet und die kann man, also die haben so Klettverschlüsse und die kann man dann so aufrollen, dann bepinseln, dann wieder zusammenrollen, dann hier in ihre Stoffbackform, die ist auch ein bisschen stabiler, finde ich echt schön. Genau, und dann backen, finde ich super süß. Dann ein Kuchen- und Törtchen-Set, das hat 5,99 € gekostet, sind 4 Stück drin, also 3 Cupcakes und 1 Stück Kuchen. Die haben auch so Klettverschlüsse und da kann man praktisch das Topping oder wie man das nennt vom Cupcake abmachen und dann ist halt nur noch ein Muffin und halt tauschen und sowas. Genau. Dann habe ich hier einen Einkaufskorb mit Lebensmitteln. Der hat 8,99 € gekostet. Also es ist 1 Stück Käse drin. Das sehe ich jetzt gar nicht. Dann 2 Würstchen, 2 Brotstücken. Ah, wahrscheinlich so Baguette-Brot-mäßig. 2 Nudeln. Hier sind zwar 3 abgebildet. Ja, sind auch 3 von diesen
Hier sieht man das auch, diese Schleifnudeln. Eine grüne Paprika, finde ich super, ich liebe grüne Paprika. Eine Ananas, die guckt hier ein bisschen raus. Eine Aubergine und ein Fisch. Und das finde ich ist so cool, weil das ist ja eine Ergänzung zu diesen anderen Obst- und Gemüsekörben. Da ist halt noch keine Ananas oder sowas bei. Und dass du hier dann halt nochmal andere Lebensmittel, halt wie den Fisch und so weiter hast. Und aber auch noch ein bisschen Obst und Gemüse finde ich super. Der Korb hat einen verstärkten Boden und der Henkel ist auch verstärkt. Und ja, dann habe ich ein Topfset gekauft. Also das hat 12,99 € gekostet. Es ist wahrscheinlich Edelstahl oder irgendwas. Und es ist drin ein Kochtopf, ein Wok, eine Pfanne und ein Nudelsieb. Finde ich auch echt süß. Dann noch ein Backset. Das hat 9,99 € gekostet, siebenteilig. Das hat also drei Ausstechförmchen, ein Nudelholz, dann ein kleines Blech und dann noch so hier so eine Springform, nee, heißt das so, Gugelhupfform und noch so, so eine Backform für einen Tortenboden, würde ich jetzt so spontan sagen. Genau, dann haben wir hier noch von Lidl, was wir schon mal gekauft hatten, also schon ein Stück her, hier noch so ein Holz-Obst-Set, weil das, da haben wir schon lange danach gesucht, weil das ist so mit Klettverschluss und da ist hier halt auch ein Messer mit dabei und ein Brett und dann kannst du das Obst teilen, also durchschneiden sozusagen, wieder zusammen machen. Und ja, das finde ich auch super cool. Dann haben wir noch eine Geburtstagstorte, die kriegt ihr halt aber trotzdem zu Weihnachten, weil das halt auch irgendwie küchenmäßig was zu tun hat, also mit der Küche. Ja, genau, mit Kerzen und einer Tortenschaufel und halt so Zahlen und alles, finde ich auch echt süß. Und ein Pizzaset, also da ist hier so ein Pappofen dazu, den werden wir wahrscheinlich nicht irgendwie ihm geben, weil zum einen wird er den wahrscheinlich kaputt machen und zum anderen finde ich den sehr hässlich. Also hat er ja dann an seiner Küche auch einen Ofen, aber auf jeden Fall ist hier halt so eine Pizzagrund, einen Teller erstmal, dann so eine Pizzagrundscheibe, die mit Klettverschlüssen, wo du dir die Stücke sozusagen da zusammen machen kannst und dann ist da halt noch Belag und hier irgendwie ein Pizzaschneider und eine Tortenschaufel oder sowas. Genau. Hier kommt noch ein bisschen Geschenke-Inspiration. Und zwar kameraperspektivenmäßig, ne, muss ich noch gerade bei der Kamera, wo ich immer mal das Sichtfeld umstelle, noch ein bisschen lernen, wie ich das am besten aufstelle, passend zum Sichtfeld. Aber ich hoffe, ihr seht mich und was ihr sonst noch so seht, ist ja jetzt Wurst. Ich habe hier, das ist keine Kooperation, was auch immer, zwei Kalender und zwar solche zum Selbstgestalten. Und zwar sind die vom Heftverlag. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Das ist hier dieser Verlag. Das ist, sieht man den hier irgendwo? Also der schreibt sich HEFFT. Das kennt ihr vielleicht noch von früher, von so Hausaufgabenheften oder sowas. Ich wusste auch nicht, dass die so Kalender machen. Auf jeden Fall sehen die so aus, das Deckblatt. Dann ist hier nochmal halt so ein Zwischendeckblatt. Und dann sehen die Monate so aus. Ich hoffe, ihr seht das. Ansonsten kann ich vielleicht auch nochmal ein Foto einblenden oder einen Scan oder so. Die sind alle unterschiedlich gestaltet und immer sind da solche, ja, solche Blätter halt hier drauf. Und ich finde die eigentlich ganz schön, oder das heißt eigentlich, ich finde den echt schön. Und zwar ist es bei uns so, dass meine Oma und meine Großeltern jedes Jahr so einen Kalender bekommen, so einen Fotokalender, halt selbst gestaltet. Und genau, da kaufen wir einfach solche fertigen Kalender mit Kalendarium und dann drucken wir halt die Bilder dazu aus und dann, ja, schenken wir denen das. Manchmal schreiben wir noch was beim Bild dazu, wo es aufgenommen wurde oder wann das war oder was auch immer. Und bevor wir den Karl hatten, waren da praktisch Bilder von uns drin, weil wir, beziehungsweise ich bin ja das Enkelkind von meiner Oma und jetzt ist halt viel Karl, aber auch mit uns halt drin. Also Karl ist ja das Urenkel jetzt von meiner Oma
Und auf jeden Fall wollte ich euch bloß das noch zeigen. Ich setze mich nämlich jetzt hin. Ich habe hier meinen Laptop und mein Handy. Und ich werde mir jetzt nämlich die ganzen Bilder raussuchen, die wir dann ausdrucken und da reinkleben. Das an sich, das klingt voll blöd, aber es ist ja eigentlich kein großer Aufwand. Und es ist trotzdem ein schönes Geschenk. Und gerade für Großeltern oder so. Also falls ihr da noch nichts habt und euch jedes Jahr schon gefragt habt, finde ich, das ist eine ganz coole Idee. Und vor allem, also es gab halt auch Jahre, da hat meine Oma das dann wirklich betont, sie wünscht sich das nächstes Jahr nochmal und so. Und seitdem gibt es dann halt eigentlich immer diesen Kalender. Also meine Oma hebt die auch auf, also die habe ich auch neulich mal durchgeguckt. Ja, ich weiß nicht, seit wie vielen Jahren wir das machen. Am Anfang hat da mein Papa mir noch mitgeholfen, wo ich noch kleiner war. Also so lange machen wir das schon. Ich wollte das Video an der Stelle beenden. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen inspiriert bezüglich Weihnachten. Darum ging es mir. Also das sollte mehr so eine Weihnachtsgeschenke-Inspiration als ein Vlog werden. Genau, aber auch trotzdem ein bisschen ein Vlog, weil ich an sich sehr gerne Vlogs drehe. Und auf jeden Fall würden wir uns freuen, wenn ihr also im nächsten Video auch dabei seid, aber auch gerne unsere letzten Videos anschaut. Das allerletzte verlinken wir unten drunter. Und ja, schaut gerne dabei, also generell bei unseren anderen Videos vorbei. Abonniert unseren Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Dann bis zum nächsten Video.